Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo. Heute geht es um das Thema Impfen. Kann ich überhaupt impfen? Führt die Impfung zum Erfolg? Und was mache ich, wenn es keinen Impfstoff gibt, wie zum Beispiel bei Covid-19? Was muss ich tun, damit mein Immunsystem stark wird? Seien Sie gespannt, gleich geht es los und heute nehme ich Sie mal mit an meinen neuen Tresen. Herzlich willkommen. Die Herbstsaison steht bevor und im Herbst geht es darum, gegen Grippe zu impfen. Ende September werden die Grippeimpfstoffe da sein und wie jedes Jahr haben wir mit dem Antigendrift die Aufgabe, einen neuen Impfstoff zu nehmen, weil wir eben nicht mit unserer Immunität, unserer Memory Cell Immunität dafür gerüstet sind, dass wir auf die neue Grippe reagieren können. Und weil wir jedes Jahr den Grippeimpfstoff neu haben müssen, können wir davon ausgehen, dass wir das für Covid, wenn es denn mal einen Impfstoff gibt, auch werden haben müssen. Denn in China ist auch gerade jetzt wieder ganz aktuell gemeldet worden, dass jemand sich ein zweites Mal, obwohl er schon eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat, erneut infiziert hat und auch erkrankt ist. So, nun müsste man natürlich rausfinden, mit welchem Test man das wirklich erfassen kann. Und dafür gibt es so einen Test und das ist der Functional Sensitivity Test der T-Lymphozyten. Eigentlich ist ja bekannt, dass wir die CD8-Zellen uns anschauen, um zu schauen, wie die Fähigkeit der Immunzellen und der Mitochondrien ist, um mit Viren umgehen zu können. Um aber genau diese Frage klären zu können, inwieweit das Immunsystem wirklich im direkten Kontakt zu einem Virus reagiert, gibt es einen sogenannten respiratorischen Quotienten. Dazu muss man sich klar machen, dass die T-Lymphozyten in Ruhe primär ihre Mitochondrien nutzen, also eine aerobe Energiegewinnung nutzen, aber in dem Moment, wo sie Aufgabenstellung bekommen, sich auf Viren zu stürzen, schalten sie um auf die anaerobe Energiegewinnung. Und das ist die Grundlage dieses respiratorischen Quotienten. Und wenn also die CD3 und die CD28 T-Lymphozyten im Test zunächst in Ruhe getestet werden und dann mit dem Antigen, also mit dem Virus, in Verbindung gebracht werden, dann schaut man, wie diese darauf reagieren. Und wenn sich ein guter respiratorischer Quotient ergibt, der dann bedeutet, dass im Grunde genommen die Zelle in der Lage ist, auf eine anaerobe Energiegewinnung umzuschalten und dieses Virus damit sozusagen zu vernichten, dann ist alles gut. Wenn das aber nicht so ist, dann müsste man sich die Frage stellen, warum das so ist und welche mitochondrialen Kofaktoren möglicherweise nicht ausreichend vorhanden sind, damit das Immunsystem diese Reaktion durchführen kann. Macht man das nicht, sondern impft man zum Beispiel einfach nur, Impfungen sind ja nun auch nicht ganz frei von Nebenwirkungen, dann hat man im günstigsten Fall keine Nebenwirkung, aber auch keine Wirkung und das will eigentlich gar keiner. Daher halte ich es für äußerst sinnvoll, sich, bevor man sich einer Impfung stellt, Gedanken darüber zu machen, ob man denn von so einer Impfung auch wirklich profitieren kann, also ob sein Immunsystem wirklich in der Lage ist, sich dadurch zu schulen, Memory Cells zu entwickeln und damit bei erneutem Kontakt schnell und effektiv bereits am Beginn einer Infektion eine kompetente Immunantwort zu liefern und nicht erst verzögert und langsam und dann möglicherweise mit einem sogenannten Zytokinsturm, von dem wir ja wissen, dass es kein gutes Ende nimmt. Also machen Sie sich Gedanken über das Immunsystem. Wir haben eine Möglichkeit herauszufinden, ob Sie auf der sicheren Seite sind. Wenn ja, ist alles gut. Wenn nein, dann reden Sie mit Ihrem Arzt ein zweites Mal und dann kann ja darüber nachgedacht werden, woran das vielleicht liegt. Schönes Wochenende, Ihr Dr. Wichert.